insgesamt 4 reguläre. Tatort, Filme mit Nick Schiller hat Til Schweiger, 54, bereits produziert. Am Sonntag, den 8. Juli, zeigt das erste darüber hinaus noch den sogenannten Kino. Tatort, Schiller Off Duty, der zwar offiziell außerhalb der Krimireihe gedreht wurde, jedoch an den Vorkommnissen rund um den Hamburger Kommissar anknüpft und sich nahtlos in den Schiller-Kosmos einfügt. Doch wie geht es jetzt weiter? Der letzte Schweiger, Tatort, wurde bereits am 3. Januar 2016 im TV gesendet, kurze Zeit später kam der Kinofilm auf die großen Leinwände. Heißt, seit mehr als 2 Jahren liegt das Projekt im Prinzip brach. Der Vertrag mit Til Schweiger soll insgesamt noch 3 weitere Filme umfassen, doch von einem Starttermin ist bislang offiziell noch nichts bekannt. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Spot und News verriegelte Verantwortliche NDR, dass Dreharbeiten nicht vor März 2019 beginnen werden. Mit einer Ausstrahlung ist somit auch nicht vor Herbst 2019 zu rechnen. Das sagt Til Schweiger. Diesen Fahrplan bestätigte nun auch Til Schweiger im Gespräch mit der Bild am Sonntag und verriet außerdem, dass es einen kompletten Reset der Geschichte rund um Nick Schiller geben wird, wir machen einen Neustart. Seine Rolle müsse für seine Alleingänge in Russland und der Türkei bestraft werden. Außerdem werde es generell ruhiger werden, Schiller wird strafversetzt in Gegenden, wo es nichts zu tun gibt. Er wolle aber nicht zu viel verraten. Der heutige Kino, Tatort, wird also vermutlich der letzte Actionkracher mit Nick Schiller. Das habe laut Schweiger vor allem 2 Gründe, das geht gar nicht für das Geld, das beim Fernsehen zur Verfügung steht. Das weitere Motiv ist offensichtlich der sinkende Zuschauerzuspruch, der im Flop des Kinofilms mit nur knapp 300.000